Caracas im Wahlfieber. Überall prangen die Gesichter von Oppositionskandidat Enrique Capriles und Nicolás Maduro. Maduro ist bisher Venezuelas Vizepräsident. Er wurde vom verstorbenen Staatschef Hugo Chávez zum neuen starken Mann in dem südamerikanischen Land erkoren. Die Wähler sind gespalten, ob er aus dem langen Schatten seines Mentors treten kann. Ihm fehlt die Erfahrung von Hugo Chávez. Chávez war ein Führer, Maduro ist keiner. Ihm fehlt das Führergehen. Chávez hat die Macht erschaffen und sie an Maduro übergeben. Maduro ist der Beste, mit ihm werden wir eine große Nation sein. Der gelernte Busfahrer Maduro bemüht sich um ein ähnlich volksnahes Auftreten wie Chávez und versucht, seinen Anfang März verstorbenen Mentor zu überhöhen. So soll ihm Chávez im Schlaf als kleiner Vogel erschienen sein. Das mit dem Vögelchen und den öffentlichen Liebkosungen seiner Frau, so etwas macht ein seriöser Kandidat nicht. Er muss einfach ernsthafter werden. Noch färbt einiges von Chávez' Glanz auf Maduro ab. Der Interimsstaatschef liegt vor der Präsidentenwahl in Umfragen vorn. Oppositionskandidat Capriles weiß, dass er es gegen den Chávez-Kronprinzen schwer haben wird. Nicolás, ich überlasse dir das Feld nicht kampflos. Du wirst mich mit Stimmen schlagen müssen. Der dem bürgerlichen Lager nahestehende Gouverneur macht im Wahlkampf gegen Machtmissbrauch mobil und wehrt sich gegen eine Art Erbpräsidentschaft in Venezuela. Sollte aber, wie erwartet, Maduro das Rennen machen, dürfte ihm keine lange Schonzeit beschert sein, angesichts der wirtschaftlichen Probleme und der Rekordkriminalität in Venezuela.